Yo, 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 servus! Mein Name ist Elektriknand. Ich darf euch willkommen heißen zu einem weiteren Projekt auf diesem Kanal. Und zwar nichts minderen als der Pokémon Rot Color Lock. Allerdings spielen wir keine normale Pokémon Rot, wie ihr vielleicht schon hier erkannt habt, sondern sondern ich habe das Ganze durch einen Generation Randomizer laufen lassen. Ich glaube, das ist der Fachterminus. Oder 720 Randomizer, eins von den beiden, oder sind beide legitim, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben wir alle Pokémon bis zur 6. Generation, einschließlich der 6. Generation, auch alle Moves. Und es gibt auch den Feen-Typen oder den Dark-Type oder den Steel-Type, den es nicht in der roten Version gab. Ich würde sagen, dann starten wir schon langsam ins Spiel hinein. Und ich erkläre euch dann den Rest alles... Ich erkläre euch dann den Rest, während wir hier schon mal ein bisschen anspielen. Und zwar die Color Lock ist was ähnliches wie eine Nuzlocke, also es beinhaltet alle Grundregeln einer Nuzlocke, nur mit ein paar weiteren Restriktionen. Zum Beispiel muss, wie der Name schon sagt, jedes Pokémon dieselbe Farbe haben. Kleines Schlupfloch ist, dass Pokémon, deren Vorentwicklung oder Weiterentwicklung die Farbe des Teams haben, dann darf man das auch spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel lila habe, dann dürfte ich Radikal spielen, weil Ratzfatz ja lila ist. Und umgekehrt, wenn ich grau habe, oder welche Farbe hat Radikal, ich habe keine Ahnung. Wenn ich die Radikal-Farbe habe, könnte ich auch Ratzfatz, könnte ich auch Ratzfatz spielen, weil ich ja ein, weil es dann sich ja zu so einem Mon entwickelt, ne? So, dann brauchen wir noch den Namen für unseren Rivalen. Wir sind natürlich der Ele, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und unser Rivale ist der Focus Missy, ne? Why not, sag ich mal, why not? So. Ich habe auch alle TMs und alle Items, die wir finden können, gerandomized. Und dann werden wir uns das erste Pokémon jetzt holen, unseren Starter, der auch unsere Farbe festlegt. Können wir, Nugget. Erkläre ich euch mal die Grundregeln, die ihr aber auch in den Videobeschreibungen finden werdet, falls ich hier was vergesse. Und zwar erstens, sobald ein Pokémon tot ist, darf man es nicht mehr verwenden, dann wird es abgelegt oder freigelassen, wie auch immer. Und das Pokémon ist quasi aus dem Spiel. Des Weiteren muss jedes Pokémon einen Spitznamen haben. Im Normalfall sollte es bei einer Color Lock irgendein Überthema haben, aber das schenke ich mir und ich benenne das Ganze hier nach Twitter-Followern, Abonnenten, Kumpels oder nach ein paar Insidern, die ich und ein paar Kumpels habe. Und des Weiteren, wo war ich dort schon geblieben? Ja, man darf nur das erste Pokémon auf einer Route fangen. Da wir allerdings an eine Farbe gebunden sind, nehme ich mir es heraus, 5 Pokémon zu encountern pro Route. Und wenn bei denen 5 keins mit der Farbe dabei ist, dann ist halt Pech gehabt. Und wir werden mal sehen, wie sich das so entwickelt. So, jetzt gucken wir erstmal unsere Starter-Pokémon an. Ja. Jetzt haben... Blastoise. Blastoise ist schon mal ziemlich schnieke. Möchtest du das Feuer-Pokémon Charmander? Ja, vielleicht. Starlin-Fossil. Habe ich das auch gerandomized anscheinend? Nein. Oder Nidorino. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Blastoise. Und da habe ich auch schon den perfekten Namen. Und zwar ist das der Tobi. Ich glaube, Shillock ist sein Lieblings-Pokémon, oder ist sogar Blastoise sein Lieblings-Pokémon. Ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall Magaturdok. Und dann passt das schon. Der Tobi ist jetzt in unserem Team. Und mal gucken, was der Gegner nimmt. Er nimmt sich hier theoretisch Staralili, aber ich habe das die ganze ROM schon mal angetestet. Und da hatte mein Rivale nicht das Pokémon, das er gewählt hat. Also ich habe jetzt, das ist eine neue ROM. Ich wusste nicht, was der Starter sind. Aber ich glaube, jetzt dürfte er nicht Staralili haben. Gut, Focus Missy ist ein Käfersammler und er hat... Ja, Vanillish.
Gut, wir schicken Tobi in den Kampf. Und wir haben Tail with Watergun Withdraw. Flash Cannon, ja, dann gönn dir. Wie das aussieht. Herrlich. Ja, easy. Das Wetter habe ich über. Boah, zwei Level. Ich habe auch gleich eingestellt, dass wir die Level der Gelb-Arena-Letter haben. Die sind, glaube ich, signifikant höher als in normalen Pokémon Rot und Blau. Es ist ein bisschen schwieriger. Und das sollte es dann auch gewesen sein fürs Erste. Und wir holen uns hier erstmal ganz quietschfidel den Pokédex. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und gucken, was wir auf dieser Route so encountern können. Lidibar. Wow. Lidibar ist schon mal richtig nice. Ich werde, by the way, mein Handy. Also, wir haben jetzt blau, logischerweise, ne, als Farbe. Ich werde, by the way, mein Handy hier mal auf stumm schalten, weil das nervt gerade ein bisschen. Ja. Und dann geht's weiter. Der Typ schenkt uns in der Regel auch ein Item. Müsste dann auch ein Nugget sein, oder? Ein Rare Candy. Ja, perfekt. Also am Anfang haben wir schon mal easy das Cash. Das gefällt mir wunderbar. Und unser Ziel ist es, by the way, natürlich die Pokéliga zu schnappen. Zu schnappen vor allem. Zu besiegen. Oh, Dragonier. Aber ich weiß, dass das Ding schwer zu fangen sein wird. Aber ich glaube, die Fangrate wurde nicht hier gerandomized oder angepasst. Wäre ja auch langweilig. Das heißt, Dragonier zu bekommen wird schwierig. Aber wir haben, können uns ziemlich viele Pokébälle kaufen, sobald wir da unsere Items vertickt haben. Und kriegen das Paket für euch. Gut, ich glaube, ich kann euch aber hier den Rückweg schenken. Wir sehen uns dann im Labor von Eich wieder. So, hier sind wir wieder im Labor von Eich. Sprechen wir auch gleich mal an. Oh, Ele. Lalalala, talented Pokémon Trainer. Would you have something for me? Ja, der will jetzt, dass wir durch seinen Pokédex vervollständigen. Ich hoffe, jedem ist die Story von Pokémon Rot und Blau bekannt, weil ich werde da jetzt wahrscheinlich nicht die NPCs sprechen und so. Das ist mir dann doch ein bisschen zu kindisch. Und ich bin auch nicht wirklich so der Typ dafür. Also vielleicht werde ich ein paar Rap-Einlagen offerieren, aber das war's dann auch schon. Und kriegen jetzt hier den Pokédex. Perfekt. Und dann können wir auch schon unsere ersten Pokémon fangen. Und damit geht dann, glaube ich, auch die Nuzlocke los. Falls wir hier schon Bälle kriegen. Falls wir die erst oben kriegen, dann geht erst die Nuzlocke los, sobald wir Bälle haben, ne? Das sollte dann ja selbsterklärend sein. Ich mag irgendwie die Musik, die beim Rivalen kommt. So, checken wir, ob wir Bälle bekommen haben. Da bin ich mir tatsächlich selber nicht mehr sicher. Nein, haben wir nicht. Alles klar. Dann sehen wir uns in Vertania City wieder. So, hier sind wir jetzt wieder vor dem Pokémarkt in Vertania City. Dann werden wir erstmal unser Nugget, unser Rare Candy verpulvern. Halt, Moment. Auf Sell. Für Nugget 5000, das ist schon mal ziemlich gutes Startbudget. Und hier nochmal 2400. Ich dachte, Rare Candy gibt 4800. So kann man sich täuschen. Und dann kaufen wir erstmal. Wir haben halt echt gut Cash. Das ist sehr ziemlich ungewöhnlich für den Anfang eines Spiels. 25 Pokébälle sollten es machen. Ja, noch die sind. Dann nehmen wir nochmal 5 Gegengift mit. Die können auch nie schaden, weil in der Gen. Gegengift bisschen. Gift bisschen Procreate und es gibt keine Tränke. Wow. What? Ah ja, das wird ja dann ziemlich lustig. Gut, dann begeben wir uns auf die Route und gucken, was unser erster Encounter ist. Ich habe, by the way, gesehen, dass es hier Elekid gibt. Das wäre ziemlich Zucker, wenn wir einen Elekid fangen könnten. Freunde, unser Encounter für diese Route ist Dragonier. Alles klar. Ist auf Level 2. Ich hoffe, Dragonier. Ah, Moment. Ich kann ja gar kein Elekid fangen. Ich kann ja nur hier blaue Pokémon fangen. Never mind. Aber Dragonier müsste blau sein. Ich check das jetzt nochmal im Pokédex nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Dragonier blau ist. Oder Dragonier müsste blau sein, oder?
Was ist das für ein brokenes Team da, was wir da schon haben? Vorausgesetzt, wir fangen Dragonier. Das ist ja noch nicht erwiesen, ne? Aber das sieht schon ziemlich blau aus. Vielleicht fällt es unter Weiß, wenn ich Pech habe, aber ich glaube nicht. So, Farbe. Blau, perfekt. Dann hoffe ich, dass das Mon eine Aquaknarre überlebt. Sollte aber. So, Drache resistet ja. Es wird sogar noch eine zweite nehmen. Moment, der könnte Drachenwut haben, ne? Ich riskiere es trotzdem. Ah, fuck! Wickel. Okay, dann schmeißen wir einfach Bälle. Und hoffen das Beste. You missed the book. Das heißt, man kann es nur mit Hyperbällen fangen. Dann flüchten wir. Das hat dann keinen Sinn, weil. Ja. Oh. Ich versuche, by the way, nicht allzu viel zu speeden. Wenn ich speede, dann nur, weil ich Wege zurücklegen will, die ich dann sowieso euch rauscutte. Das war jetzt gerade Business-Gewohnheit. Ah, das mit Dragonier ist super ärgerlich, ne? Aber, Moment, bevor wir weitermachen, kann ich jetzt hier gleich eine Liste aufmachen mit Mons, die blau sind. Lalalala. Und ich sehe gerade, wir hätten es doch fangen können, wenn wir geduldig gewesen wären. Okay. Sorry. blaue Pokémon. Blau ist sowieso die beste Farbe, die man haben kann. Blau gibt es halt zig Milliarden Mons. Gut, sie hat uns jetzt geheilt. Dann können wir jetzt hier in den Norden gehen. Dort ist eine neue Route. Und dann können wir hier dann nochmal links gehen. Das Schöne ist, man kann im Rot-Blau das Tutorial überspringen. Ist das nicht herrlich? Göttlich, göttlich. Eselig, beinahe schon. So, sein Count auf dieser Route ist Geowatz und das ist definitiv nicht blau. Ich versuche es mal rauszunehmen. Perfekt. Hätte ja Explosion sein können und dann wäre die Nuzlocke schon wieder vorbei gewesen. So, jetzt suchen wir mal nach einem blauen Mon. Das war übrigens der erste Encounter, ne? Aber er war nicht blau, deswegen Nummer 2, müssen wir auch mitzählen. Rattan, aber Rattan ist leider lila. Das weiß ich. Doch Arbok ist nicht lila oder blau halt. Wird's ein Turtok Solo Run, ist die Frage, ne? Das ist Soda Cheetah, das ist legit. Das ist legit. Das sollten wir auch ganz normal fangen können, ohne es zu schwächen. Ja, wir werfen jetzt einfach mal, keine Ahnung, 5 Bälle oder so. Und wenn es da nicht drin bleibt, versuchen wir es mit einer Aquaknarre zu schwächen. Mal sehen, ob wir Glück haben. Wir haben es gefangen, perfekt. Wer ist ein Soda Cheetah? Ich weiß gar nicht, ob Soda Cheetah vorentwickelt ist oder nicht. Schlag mich tot, wenn ich falsch liege, aber ich glaube. Soda Cheetah. Ich glaube, Soda Cheetah ist die Vorentwicklung, weil die letzten haben Mark, oder? Maggie Mark und so. Ich habe keine Ahnung. Egal. Nach wem benennen wir es? Wer ist ein Affe? Ach komm, ich. Ich hoffe, ich verletze nicht seine Gefühle, aber hier der Meinbilder, ein eifriger Kommentarschreiber, deswegen ist er jetzt hier dabei. Meinbild, wahrscheinlich geht es hier nur Meinbild aus, ne? Meinbild, R geht es hier nur aus. Der Meinbilder hier jetzt mit von der Partie. Dann, wobei. Ja, ich glaube, ich trainiere hier ein bisschen.
Ah, das mit Drachenwut habe ich jetzt nicht bedacht, by the way. Deswegen werde ich jetzt einfach so dreist wie ich bin, die Klaus kurzerhand einführen, dass wenn ich jetzt im Mond durch Drachenwut verliere, dass das jetzt nicht am Anfang des Spiels nicht zählt. Weißt, sobald meine Mons über 40 KP haben, ist legit, aber wenn das jetzt aktuell mit Drachenwut hier im Mond stirbt, wäre es ein bisschen für euch langweilig, für mich frustrierend, deswegen lassen wir das Ganze. Und dann trainieren wir ein bisschen unser Soda Cheetah, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind wir wieder. Ich habe jetzt hier Soda Cheetah. Ich habe noch immer nicht nachgeguckt, sorry. Egal, mein Bilder. Ich habe Level 7 trainiert. Damit könnten wir auch noch andere Mons schwächen, potenziell. Deswegen wollte ich es nicht viel höher trainieren. Es hat Leer und Lick dazu gelernt. Blastoise hat auch. Ich weiß gar nicht mehr, was für Level es vorhin war. 8, glaube ich. Hat jetzt auch zwei Levels beim Offscreen-Training dazu bekommen, sollte aber passen, weil Gary sollte in Mon, beziehungsweise Fokus-Mich sollte Mon auf 11 und 10 haben. Von daher sollte das passen. Hier oben habe ich, by the way, ein Item nicht geholt. Das mache ich dann jetzt ganz schnell. Und dann versuchen wir unser Glück auf der einen Route dort drüben. Potion! Süß. Ja, kann uns behilflich sein, auf jeden Fall. So, dann versuchen wir mal hier ein blaues Monstergard. Ein Blau ist eh eine ziemlich großzügige Farbe, muss ich sagen. Und unser erster Encounter ist Voluminas. Ist das blau? Da, ich wüsste den Namen für Voluminas, aber ob das blau ist, ist die Frage, ne? Ich glaube nicht. Es wird eher unter Braun fallen, ne? Ich muss das jetzt leider kurz googeln, weil ich habe keine Ahnung, welche Farbe Voluminas hat. Voluminas. Öffnen. Das müsste grau sein, wahrscheinlich grau oder braun, irgend sowas, ne? Nee, das ist ziemlich blau im Bild. Farbe grau. Ja, leider. Dann dürfen wir es wohl leider nicht fangen. Ich gehe trotzdem sicherheitshalber in Tobi, falls er mich nicht flüchten lässt und explodiert. Tackle ist in Ordnung. Wir flüchten hier einfach. Ganz gediegen. So, Encounter Nummer 1. Encounter Nummer 2. Psiaugon. Das müsste das männliche sein, ne? Das könnte allerdings männlich sein. Männlich. Blau sein, aber ich glaube, das ist eher lila. Blau oder lila? Für mich ist das ein dunkles Blau, ne? Für mich. Farbe blau. Ja, Mann, das dürfen wir fangen. Easy. Ja, gut. Dann scratchen wir es mal an. Macht auch Scratch. Wir machen einmal Scratch, nochmal Scratch. Und jetzt beginnen wir Bälle zu werfen, würde ich sagen. Ich weiß auch schon ganz genau, wie ich es nennen werde. Lesen wir noch ein bisschen, aber wir sollten Psiaugon schon relativ easy fangen können. Mit Geduld. Wir wechseln hier mal in Turtok. Einfach um nicht jetzt hier eine mächtige physische Attacke abzukriegen. Ich habe keine Ahnung, was das drauf hat. Turtok steckt hier natürlich besser weg. Ich glaube, ich scratch es nochmal. Oh, ein Crit sollte noch nicht reichen. Ist jetzt in einem angenehmen Bereich, denke ich mal. Und jetzt riskiere ich aber nichts mehr. Wir haben 17 Bälle.
Wie es aber auch nicht drin bleiben will, ne? Wie es auch nicht drin bleiben will, dann mache ich trotzdem mal den Bokeball. Ärgerlich. Ja, ich werfe nochmal zwei Bälle. Wenn es da nicht drin bleibt, dann speede ich's. Ach, sollte ich es nochmal riskieren? Ich will es ungern riskieren. Nee. Ein Ball noch. Ist ja irgendwann schon cool. So, okay, jetzt wechsle ich in Turtok und dann speede ich die Ballwurf, schon richtig. Und ja, und hoffe, dass es drin bleibt. Oh, und schon fast gemissklickt. Man bringt mich zum Verzweifeln hier. Scratch sollte aber noch. Ein Scratch geht noch. Was ein Crit? Wow. Ich hätte auch Lick drücken können, ich Idiot. So, jetzt soll es aber drin bleiben. Sonst haben wir über 20 Bälle auf das Mon verschleudert. Drin. Okay, perfekt. Perfekt. So, und Meowstic ist, glaube ich, das Lieblings-Pokémon von lieben Brian aka Noodle Senpai. Oder ist die, ich glaube, Psyau ist, glaube ich, sein Lieblingsmon. Ja, Meowstic wird er wohl auch mögen. Ist die Frage, wollen wir es Noodle oder Brian nennen? Ach, Noodle. Kann man Space machen? Ja. Ja, das ist doch ein süßer Nickname, oder? Dann gucken wir uns den Wonneprop mal an. Nur Scratch und Leer, okay. Dann würde ich sagen, dass ich Brian, also Noodle, noch trainiere. Und dann schnappen wir uns noch Gary in diesem Part und dann beenden wir das Ganze. Das klingt, glaube ich, recht vernünftig. Da haben wir eigentlich eh viel erreicht, für das erste Part ist. Und des Weiteren würde ich mich, ja, komm. Ja, also wir sehen uns gleich wieder. Ich trainiere jetzt hier noch Brian und dann geht's weiter. So, wir sind wieder zurück. Und zwar habe ich hier mein Bilder auf Level 9 trainiert. Hat leider nichts Neues dazugelernt. Dann haben wir, ja, Tobi hat Level 11 erreicht. Hat auch nichts dazugelernt. Hier haben wir Noodle. Hat auch Level, habe ich so eben auf 9 trainiert. Und hat Konfusion erlernt. Das sollte ziemlich gut sein. Mal gucken, was uns fokusmäßig entgegenzusetzen hat. Oh, jetzt Flunschlick gegeben. Ganz cool eigentlich. Ganz cool eigentlich. So. Mal gucken, was uns fokusmäßig zu offerieren hat. Boah, ich muss hier aufpassen zu speeden. Sorry, Leute. Das ist hier Gewohnheit. Ja, fokusmäßig natürlich wie gewohnt am Stänkern. Ne? So ist er eben. Der alte fokusmäßig. Und er hat ein Dusknoir. Oh, das kann nervig werden. Und gehen in Tobi, weil mein Bilder kann den. Ach, ich hätte einen Lick gehabt. Nevermind. Okay. Ich habe jetzt Nightshade. Ja, Nightshade ist in Ordnung. Nightshade ist in Ordnung. Nightshade ist totally fine. Wir können einfach Water Gun drücken. Aber das wird bitte Full Damage machen, oder? Oh, ganz voll. Oh, war ein Crit. Ja, denke ich mir. Disable, okay. Ist aber in Ordnung. Ach so, da, ich dachte, ja, in Gen 1 wurde irgendwas disabled anscheinend. Vielleicht noch ein Crit, schade. Leer ist aber in Ordnung. Ist komplett in Ordnung. Und jetzt können wir das genau rausnehmen. Ich bin gespannt, ob er jetzt hier noch diese Eistüte hat oder nicht. Drüber recht, 12, wunderschön. Torterra.
Wow. Das wird in der Tat spannend. Warum hat denn Terra? Aber es ist nur Level 8 und Gott sei Dank bin ich überlevelt. Wow. Also das Ding kann Trouble machen. Kann sein, dass wir schon was verlieren hier. Wobei er hat doch keine, solange er nicht so brokene Pflanzenattacken hat wie Woodhammer oder so. Pflanzen-Pokémon werden allgemein ein bisschen ein Problem sein, glaube ich, gegen mein Team, weil viele Wasser-Pokémon logischerweise blau sind. Ja, hier, das zerstört uns immer. Und wir müssen jetzt einfach. Confused. Er muss sich selbst hin, bitte. Withdraw. Was macht er? Defense. Okay, das sollten wir gewonnen haben. Nudel. Ja, Mann. Brian hat uns das nach Hause geholt. Wunderbar. Reiter auch Level 10. Verdient Level 10 erreicht. Wir haben Missy besiegt, der uns aber hier schon mal. Ja, schon einen kleinen Schock hat dann schon verpasst, sag ich mal, ja. So, dann geht es in der nächsten Folge zu Rocco durch den Bretagnerwald. Ich begebe mich hier nochmal ins Pokémon Center. Will mich aber schon mal verabschieden von euch für diese Episode. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Projekt findet. Ob ihr euch darauf freut, ob ihr die Parts gucken werdet oder ob ihr sagt, Let's Plays ist eher nicht so meins. Kann ich komplett verstehen. Ich bin auch eher so ein Typ, der selten Let's Plays guckt. Aber ich dachte mir, ich möchte mal ein Let's Play auf diesem Channel zu Ende bringen, weil bis jetzt, was ich da gemacht habe, war nicht so mit Ruhm bekleckert und deswegen, keine Ahnung, gebe ich es Ihnen einen neuen Versuch. Ich sitze hier neben meinem alten Homeboy. Ah, muss ich so machen? So, dann speichere ich das Ganze mal. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut da rein, euer Edes. Servus.